Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Ich bin Miriam von Miriam Kaubasch Fotografie und ich habe heute das Thema Posing mitgebracht und warum ich finde, dass Posing nichts Schlechtes ist. Posing. Dieses Wort hat ja immer so ein bisschen so einen, einen schlechten Ruf, sag ich mal, einen blöden Anklang. Man musste immer erstmal an irgendwie die 70er, 80er denken, wo man so richtig awkward irgendwie gepost wurde. Und deswegen haben da viele erstmal so, ich weiß ja nicht, Posing, was soll das eigentlich sein? Oder ist das irgendwie cool heutzutage noch? Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich Werbung von Fotografen lese, wo steht, dass sie ihre Paare oder ihre Familien oder was auch immer nicht posieren, sondern die Bilder dann authentisch werden, da muss ich immer ein bisschen die Augen verdrehen, ehrlich gesagt. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von Posing und ich werde auch niemals aufhören, meine Paare, meine Hochzeitspaare zu posieren, weil es gibt einen ganz, ganz einfachen Grund. Ich möchte einfach nicht, dass man sich vor meiner Kamera schlecht fühlt, dass man sich unwohl fühlt, dass man sich awkward fühlt, dass man sich irgendwie alleine gelassen fühlt. Und ich hatte genau dieses, ich hatte genau selber dieses Problem, dass ich nach dem Abitur unbedingt Fotos von mir wollte und dann in einem lokalen Fotostudio einen Termin gemacht habe, damit Fotos von mir gemacht werden. Und ich habe extra vorher gesagt, hey, ich stand noch nicht vor der Kamera, ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen soll, ich brauche so ein bisschen Anleitung, ne? Und da war ich bei diesem Fotostudio und es passierte einfach nichts. Ich wurde komplett vor der Kamera alleine gelassen. Es wurde nur gesagt, mach mal. Die Person hatte mir das Gefühl gegeben, sie hat gar nicht so richtig Lust drauf. Sie hat dann noch das Shooting kürzer gehalten, als es eigentlich geplant war. Ich glaube, ich hatte irgendwie eine Stunde geplant und nach 40 Minuten oder sowas meinte die Fotografin dann, okay, es ist vorbei, das war's jetzt. Und ich habe mich einfach mega unwohl gefühlt. Und genau so geht es den Kunden ja auch. Die sind ja auch nicht vom Beruf Model und stehen ständig vor der Kamera und haben deswegen voll die Ahnung, was sie machen müssen und wie sie natürlich und authentisch und emotional rüberkommen, sondern genau das Gegenteil. Also man steht ja echt selten professionell vor der Kamera und weiß dann eben nicht, was man machen soll. Ich finde, das Schlimmste, was man dann gesagt bekommen kann, ist so, sag mal natürlich oder mach halt mal. Was soll denn derjenige damit anfangen? Der weiß doch gar nicht, was ist denn natürlich? Wie wirklich denn natürlich? Wie sieht das denn aus? Sieht das denn gut aus? Ne? Und dann kommt halt dieses komische Gefühl, dieses awkward Gefühl. Und dann kommt bei vielen auch dieses, boah, nee, irgendwie habe ich gar keinen Bock, so vor der Kamera zu stehen, weil ich einfach auch nicht weiß, was ich machen soll. Und deswegen gibt es unposiert bei mir nicht. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich Anleitung gebe, dass ich gezielt in die Posen reinführe, die romantisch aussehen, die gut aussehen. Und dann ist es ja auch nicht irgendwie standardisiert oder Klischee, sondern jedes Paar ist ja auch irgendwie authentisch in sich selber. Was sie dann mit meinen Anweisungen machen, ist ja jedem Pärchen selbst überlassen. Ich habe auch drei verschiedene Herangehensweisen, wie ich dann an meine Bilder komme, die ich eben haben möchte. Und zwar ist es einmal, dass ich tatsächlich konkrete Posen vorgebe. Das ist oft so, ich sag mal, wenn wir dieses Bild haben wollen, so alle gucken in die Kamera und lächeln, so für Oma, Opa, für Mama, Papa, so das ist so dieses Standard-Hochzeitsbild. Und das muss ich natürlich auch anleiten und da sage ich auch ganz genau, wir stellen uns jetzt so hin, wir drehen die Hüfte so ein, wir legen den Arm dorthin und so weiter. Also das ist eine feste Pose, die vorgegeben wird. Dann gibt es noch Prompts, das sind quasi so Handlungsanweisungen, so dass ich sage, wir tun jetzt das, aber was ihr draus macht, ist im Endeffekt euch überlassen, also wie das dann passiert. Aber ich gebe so, zum Beispiel vor, dass man irgendwie Händchen halten läuft, wie man sich küsst und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch noch komplette, ja, ich sag mal, Improvisationen. Also ich spiele tatsächlich auch mit meinen Paaren, wenn wir alle ein bisschen aufgelockert sind, dass ich dann kleine Szenen vorgebe, die nachgespielt werden, beziehungsweise wo sie selber improvisieren, wie sie das spielen würden. Und da kommen ganz, 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 ganz tolle Sachen bei rum. Aber das ist nicht so, ich sage, ich überlasse einfach meine Paaren sich selber und sie müssen halt einfach mal machen und da kommt schon irgendwie was bei raus. Ich finde auch Fine Art Fotografie, das ist ja die Richtung, die ich mache, und nicht gepost, das passt irgendwie nicht so zusammen. Fine Art ist für meine Definition halt Schönheit darstellen und einfach ja das Schöne in dieser Welt zeigen. Und ungepostete Sachen sind nicht immer schön, aber Fine Art soll ja was Schönes zeigen. Also finde ich schon, dass das irgendwie passt es nicht so richtig zusammen. Also ich finde, wenn ich Fine Art Fotografie mache, dann muss ich auch posieren, dann muss ich auch bestimmte Sachen vorgeben, dann muss ich eben auch gezielt sagen, das ist schön, so wie es ist, aber es wird noch schöner und noch ästhetischer, wenn man die Hand so hinlegt, wenn man hier eine Lücke lässt, wenn man hier eine Lücke schließt, wenn man den Kopf noch leicht eindreht, wenn man die Nase mehr sieht oder weniger sieht, wie auch immer. Aber das muss ich bei Fine Art doch mehr vorgeben, als wenn ich einfach nur dokumentarisch, ach, mach doch einfach mal irgendwie. Ich finde, das ist auch für Paare einfach
man tut seinen Paaren keinen Gefallen, wenn man nicht posiert. Ich finde, man lässt seine Paare dann einfach alleine und man überlässt auch vieles dem Zufall. Und das möchte ich an der Stelle nicht. Ich möchte ja, dass meine Hochzeitspaare mit wunderschönen Bildern, mit romantischen Bildern von sich nach Hause gehen und in ihrem Fotoalbum haben. Und wenn man es so dem Zufall überlässt, dann kann man sich einfach nie sicher sein, ob wirklich das bei rumkommt, was man sich wünscht. Und vielleicht ist man dann auch selber als Fotograf frustriert. Und vor allen Dingen Paare sind auch frustriert, weil sie nicht das bekommen, was sie sich vielleicht eigentlich erhofft haben. Und bei vielen ist es ja so, dass die Paare genau das haben wollen, was sie in deinem Portfolio schon vorher gesehen haben. Und wenn du das nicht konsistent immer reproduzieren kannst, dann ist das einfach schlecht. Und ich kann das immer konsistent reproduzieren, weil ich eben bestimmte Dinge vorgebe. Wenn Paare auf mich zukommen und mich buchen, weil sie bestimmte Dinge in meinem Portfolio gesehen haben, das Feeling, die Posen, der Bildstil, da muss ich das immer und immer wieder reproduzieren können, damit jedes Paar wirklich das Gleiche bekommt und das gleiche Erlebnis bekommt. Und deswegen finde ich Posing einfach unfassbar wichtig und ich würde niemals ein Fotoshooting machen, wo ich nicht pose. Das Ding ist auch, na klar muss man erstmal immer ein bisschen warm werden. Das heißt, ich sage dann auch, die ersten 20 Minuten, die fühlen sich erstmal komisch an. Man muss erstmal ankommen. Ich muss selber ja auch erstmal ankommen. Ich muss mich selber ja auch erstmal einstellen auf das Pärchen. Und was kann ich von denen erwarten? Und wie viel bringen sie selber mit? Wie viel Emotionalität wollen sie mir preisgeben? Und wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr graben, ein bisschen mehr rausholen? Aber das dauert eben seine Zeit und deswegen sind die ersten 20 Minuten sind immer ein bisschen gestellter, ohne das Wort jetzt irgendwie negativ verwenden zu wollen, aber die fangen eher posierter an und dann wird es immer freier, wird es immer mehr Richtung Prompts, wird es immer mehr Richtung Improvisation und zum Schluss kann ich dann eben auch Sachen von meinem Pärchen verlangen. Da hätten sie vorher gesagt, du spinnst, das machen wir niemals, ja. Also zum Beispiel Hebefigur direkt am Springbrunnen, da hätte ich das direkt am Anfang gesagt, so, oh, irgendwie das sieht ganz cool aus und macht mal und hätte da irgendwie gedacht, das kommt jetzt von alleine, das wäre niemals von alleine gekommen. Aber dadurch, dass wir gemeinsam arbeiten und ich Posen vorgebe und wir immer mehr miteinander zusammenarbeiten und man immer wärmer wird miteinander, dann kommen dann am Ende solche Sachen rum, dass ich dann sagen kann, so, jetzt machen wir halt mitten im Park, vor all den ganzen Menschen, die hier sind, eine Hebefigur, war scheiß drauf. Weil wir haben schon gut zusammengearbeitet, wir sind schon warm geworden. Sie wissen, dass sie mir vertrauen können und dann kommt eben auch was bei rum. Also nochmal zusammengefasst, mir ist es halt super wichtig, dass ein Fotoshooting bei mir auch ein Erlebnis wird, wo sie wirklich jemanden an die Hand bekommen oder wo sie von mir angeleitet werden, sag ich mal so, wo ich sie an die Hand nehme und sie anleite, weil das eben etwas Besonderes ist. Man macht das nicht jede Woche, man macht das vielleicht einmal im Jahr höchstens, wenn überhaupt. Viele machen es erst zu ihrer Hochzeit. Und da finde ich es einfach schön, wenn man dort nicht alleine gelassen würde, sondern wenn sie ja, sich auf jemanden verlassen können und sagen, okay, wir buchen auch extra einen professionellen Fotografen, weil wir nicht wissen, wie wir uns vor der Kamera bewegen sollen, wie wir agieren sollen. Und deswegen buchen wir einen professionellen Fotografen, der uns an die Hand nimmt und anleitet. Ich sehe ganz ehrlich immer die Erleichterung in den Augen meiner Kunden, wenn ich sage, Leute, ihr müsst euch gar nicht großartig drum kümmern. Ich sag euch, was wir machen müssen. Ich sag euch, wie ihr steht, was ihr mit den Händen machen sollt. Das ist ja immer das Ding. Oh mein Gott, wo kommen diese Hände plötzlich her? Was soll ich damit eigentlich machen? Und das sage ich eben alles an und man sieht so direkt so, oh, okay, ein Glück, wir haben jemanden, der uns hilft, der uns sagt, was wir machen sollen eigentlich, weil viele einfach nicht. Und das ist auch total okay. Aber da kann man als Fotograf sich nicht einfach so auf den Zufall verlassen. Die Art von Fotografie, die ich mache, ist auch so eine moderne Mischung, sag ich mal, zwischen dokumentarischer Begleitung und Fine Art. Natürlich bei einer Hochzeit, ich bin dokumentarisch dabei. Ich greife nicht jedes Mal in jedem Moment ein, sondern ich halte auch das fest, wie es passiert und was passiert. Aber bei bestimmten Situationen und gerade bei ein paar Fotos, da gebe ich auf jeden Fall Posen vor. Da leite ich meine Paare an, weil ich finde, das ist auch einfach der Service, den ich als Fotografin biete. Und gerade als Fine Art Fotografin ist das auch irgendwie ja, mit impliziert, dass man das machen muss, weil es passt einfach nicht zusammen, dass man sagt, unprompted oder unpost und Fine Art geht einfach nicht zusammen. Genau, das sind meine Gründe, warum ich unbedingt immer meine Paare, meine Models posiere und anleite. Das ist der Grund, warum ich persönlich finde, dass Posing nichts Schlechtes ist und auch nicht mehr dieses Awkward-Ding aus den 80ern oder so, was so ein bisschen nach Klischee aussieht, sondern das kann etwas richtig, richtig Schönes sein, was einen Mehrwert für die Kunden bietet und deswegen mache ich das.
So, das war heute mein Labarababa-Video zum Thema Posing. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast neue Impulse mitbekommen und etwas Neues gelernt und wirst vielleicht jetzt auch mehr Posing in deinen Workflow integrieren beim Fotoshooting. Der Grund, warum es die letzten Wochen kein Video von mir gab, war dreiteilig. Ich war erst im Urlaub, dann war ich krank und dann hatte ich eine Weisheitszahn-OP. Und deswegen gab es jetzt die letzte Zeit kein Video, aber ich gelobe Besserung. Und ich wollte das erst zum Schluss sagen und nicht am Anfang, weil ich das immer ein bisschen komisch finde, wenn man am Anfang einsteckt mit, ich glaube kein Video von mir. Naja, deswegen sage ich es jetzt zum Schluss. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch und kommentiere gerne und abonniere auf jeden Fall den Kanal. Vielleicht schaffen wir ja die 150 Abonnenten, würde mich sehr freuen. Und bis dann. Tschüss.